Hallo und da sind wir wieder bei Minecraft Staffel 6. Weiter geht's mit der Mathecraft. Ich habe offline gecraftet. Wie gesagt, ich habe diese Chamber gecraftet, da kriegt man 4 raus. Ich habe nur 2 mitgenommen. Ja, da muss man halt ein paar Sachen craften. Das Plastik haben wir gemacht. Compressed Iron habe ich auch ein bisschen gemacht. Brauchen wir halt 2 Paar anstatt diese 0,5. Es müsste noch ein bisschen was drin sein. Ja, das kommt aber auch gleich weg. Du kommst mal weg hier. Der läuft nur, wenn ein Redstone-Signal bekommt. Ein Redstone-Signal, genau. Dann werden wir hier, da werde ich jetzt ein System nutzen, was andere Let's Player nützen ein wenig. Kurz überlegen, das so. Oh, da muss ich noch ein paar Tubes holen. Alter, der scheiß verkackte Regner geht mir so auf den Sack, ehrlich gesagt, das ist nicht normal. Okay, wir haben wahrscheinlich keine Tube mehr. Dann bauen wir uns dann aber. Das sind die normalen, ja. 4 Stück, gut. Damit wir etwas weiter wegkommen von der ganzen Angelegenheit hier. Denn ich brauche hier eins mehr. So, kurz überlegen. So. So, mal gucken. Der muss dahin gebaut werden, ja. Und dann muss der hier hin. Ich muss überlegen, 1, 2, 3. Warum ist das jetzt so kompliziert? Baue einfach nicht wundern, das brauche ich einfach so, damit wir es jetzt vorerst mal haben. Das werde ich dann offline alles umbauen, also viel schöner bauen. Ich werde euch nur zeigen, wie das geht. Dann habe ich hier einen Computer, da habe ich ein Programm genommen, was ich im Internet gefunden habe. Das stammt von Direwolf, habe ich das gelesen. Das ist halt ein anderer online gestellt, aber Direwolf hat es geschrieben. Dann muss man hier 2 Redstone. Aha, okay, das geht so nicht. So auch nicht. Zack. Ah, okay, der hat 0 Bar, deswegen. Okay, passt schon. Das geht dann. So, ich weiß nicht, ob der um die Kurve auch geht. Na, testen wir einfach mal. So, das ist nichts anderes als wie er macht. Wenn ein Bar ist, kriegt man hier eine Redstone Power von 2, jetzt haben wir 0. Und der Computer macht nichts anderes als wie kriegt er. Ja, so. Der muss dann hier hin, so. Das Programm sagt nichts anderes, kriege ich ein Redstone-Signal mit keine Ahnung wie viel Input. Maximal 7, glaube ich. Wartet mal. Der GTI. Könnt das ja abschreiben. Ich habe es im Internet gefunden, habe es auch nur abgeschrieben. Also hier sagen wir, standardmäßig ist das 0. Dann haben wir eine Schleife und ein Redstone-Signal ist gleich von hinten. Ein analoges Signal sucht er da. Und wird der Motor gelöscht. Cursor-Position auf 1 gesetzt. Da sagen wir, ist das Redstone-Signal, was hier hinten kommt, kleiner oder gleich 7, dann schalte es größer gleich 7, dann schalte das Redstone-Signal rechts aus und schreibt offline, also er hört auf zu arbeiten. Ist es nicht größer als wie 7, dann schaltet es wieder ein. Und der hier arbeitet ja nur, solange ein Redstone-Signal hat. Das habe ich ja hier oben eingestellt. Oder auch nicht hier. Hi. So. Nur wenn er ein High-Signal hat, arbeitet er und produziert. Dann kommt hier rein, zack, und fängt er schon an zu produzieren, weil das Redstone-Signal kleiner 0 ist. Hallo? Was machen du da? So, 0, okay. Mal hoffen, ob das irgendwie klappt, wenn der hier das Team aufbaut. Wobei, ich habe noch was vergessen. Bevor du hier weitermachst, Franz Ferdinand. Okay, kann ja wohl weitermachen. Verlieren wir halt das Team. Wir haben ja hier, oder ich habe ja hier die Chamber gebaut. Das ist sozusagen Input und Output. Da gucken wir mal. Den Output setzen wir unten. So, hier ist Input. Genau, das I steht für I. Und das O für Output. Und den Output setzen wir. Die warten so.
Und hier müssen wir umgekehrt von außen nach innen. Da kommt hier so Input. Also hier kommt es da rein, hier raus. Du musst eins höher, du bist viel zu tief. Du musst ja hier in das 3x3 Feld rein. So, genau. Aha, jetzt stecke ich hier unten fest, was an die Freiheit. Das ist eine Freiheit. So, jetzt haben wir den auch. Also je nachdem von welcher Seite ihr anschaut, ändert sich das. Die anschaue ist Input. Also hier kommt das Material rein, hier kommt es raus. Hier kommt es rein und unten raus. So. Jetzt seht ihr da ganz genau. Was das auf sich hat, werdet ihr auch gleich sehen. Dann nehmen wir zum Beispiel eine Kiste. Zack. Ein Tube sollte mal klappen. Kann ich hier gleich einen Schalter befestigen? Nee. Das heißt, ich brauche hier mal einen Dirtblock. So. Und sagen hier Output aktivieren. Gut. Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel hier Eisen reinhauen, wenn wir die Bar erreicht haben. 0,3. Der schreibt noch nichts, gell? Nee. Achso, der muss erst jetzt wieder aufbauen, weil wir ja offen gehabt haben. Da hat er jede Menge verloren. Baut er jetzt überhaupt Druck auf? Ach ja, 0,4, passt. Lass mal die mal arbeiten hier. Wir gehen dabei noch weiter gucken. Wir brauchen noch irgendein Plastik. So, ich müsste aber jetzt gucken, was wir brauchen. Wir brauchen. Kurz mal auf meinen Schwindelzettel schauen, da habe ich mir ein bisschen was aufgeschrieben. Ja, das haben wir schon gemacht. Das haben wir schon gemacht. Das haben wir auch gemacht. Haben wir auch gemacht. Manometer. Manometer. Aha, brauchen wir das. Wirklich, warum habe ich mir das aufgeschrieben? Keine Ahnung. Das. Was wir als nächster brauchen, sind die Assembly-Maschinen. Schaut man die Assembly? Nee. HSS. I. Genau, diese komische Maschine, die wir brauchen. Assembly Drill, Assembly EO, Assembly Laser und die Plattform und den Controller. Und dafür brauchen wir dann sogenannte Printed Circuit Board. Wenn man die herstellt, ist hier mit Capitator, Transistor und da brauchen wir hier ein MTPCB, Button in der UV Lightbox. Aha, das heißt, wir brauchen hier Plastik, Creeper Plastik und Air Compressed Iron. Creeper Plastik bekommen wir aus Creeper Blend ab 0,5. Das heißt, Creeper Blend sieht, nehmen wir gleich 32. So, 48, die wir öfters brauchen. Könnt ihr legen, ja. Dann müssen wir hier gucken. Das weiß ich gar nicht, man kann hier den Output alte Filter rein und Wasser rausziehen soll. In unserem Fall soll er jetzt zum Beispiel einfach mal die Dia-Spitzhacke rausziehen. Weil er soll momentan gar nichts rausziehen, deswegen. So, jetzt haben wir hier ein Signal von 2, 1. Das heißt, wir kriegen hier ein Signal von 1. 1. Dann mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir gedacht habe, oder ob das 1,6 bar. Ich habe gesagt 2, das heißt die Hälfte haben wir noch nicht. Mal gucken, ob sich das ausgeht, sonst müssen wir da mal gucken, was wir machen. Dann, ich bin ganz verwirrt, ehrlich Leute, das glaubt ihr gar nicht. Heute ist so ein stressiger Tag, aber wenn ich noch Musikfolgen aufnehme, bringt nichts. Wir haben jetzt das, dann brauchen wir theoretisch nur alles hier reinschmeißen. Der haut das alles hier in diesen Import rein und ihr seht, es gehen innen immer die Türen auf und zu. Da sieht man hier schlecht. Hier sieht man es auch nicht. Aber sollte das eigentlich hier reinwerfen? Sollte eigentlich. 48. Warum man das nicht macht, das ist auch kein Mensch, oder?
Hallo? No Problem, Interface-Mode ist klar. Name, Items. Ja, fehlt dann Items. Wenn da nichts drin ist, fehlt dann sollte das nochmal alles reinhauen. Du dummer Junge. Ja, wir wollen mal noch ein Creeper-Seed und mal ein Creeper-Seed rein. Ich glaube, das funktioniert. Mal gucken. Creeper Seed, so. Und dann holen wir uns noch einen Hopper. Weil vielleicht geht das mit dem Hopper ein bisschen ordentlicher. Ich glaube, das wird besser gehen mit dem Hopper. Wird vielleicht nicht so ein Stress sein. So. Sagen wir hier, Creeper Seeds rein. Filter. Interface starten, Import Mode. Ja, das passt ja. Du sollst importieren. No Problem. Warum machst du es dann nicht? Hängt hier irgendwas in Output fest oder wie? Nee. Export Mode, das passt. Es exportiert hier raus. Irgendwie will er mich verarschen gerade, was? Ah, jetzt macht er. Packt er rein, aber hier unten wahrscheinlich gleich wieder raus, oder? Ah, jetzt macht er Plastik. Ah, jetzt macht das, jetzt macht. Aber der ganze Dampf ist wieder unten, weil er das reinpackt. Das ist klar, okay. 16, 24, ja, du mich auch. Aha. Ja, jetzt ist er offen. Jetzt mal rausziehen, die Scheiße. Und warten mal. Kommt da mal das Plastik auch mit raus? Hallo? So, da zu wenig Dampf, deswegen wahrscheinlich. Gucken wir mal, was er jetzt macht. Eigentlich möchte ich jetzt das Plastik haben. Ob er das reinwirft oder was er jetzt in den Output reinwirft. Aha, wieder Creeper Plants. Egal, holen wir die einfach mal komplett raus. Kann man eh nichts machen. Es kommt dann irgendwann auch mal das Plastik raus. Deswegen. Egal. Der muss jetzt hier wieder Druck aufbauen. Damit er hier was weitermacht. Der doch ein bisschen schwach ist. Da könnte man noch so Speed-Upgrades machen. Speed-Upgrades, glaube ich, heißen die. Das sind Pneumatikwerft, die hier. Genau, in jeder Maschine. Oh, Potion of Switchnet. Ach Gott, da habe ich jetzt keine Lust. So, jetzt sind da noch Plastik drin, das passt. Genau, jetzt kommt Plastik raus. So, das heißt für uns, wir können hier sagen. Franz Ferdinand, nur Plastik wird rausgezogen. Alles andere kannst du im Po schmieren. So, jetzt hier noch Plastik raus. Genau, und jetzt können wir hier sagen, das reinklatschen und mach mal, hin her. Jetzt braucht er natürlich wieder genügend Druck, damit er die Sachen öffnen kann. Also hier die Schleuse. Und rausgehen soll nur Plastik. Sollte nur Plastik raus. Hoffen wir mal, dass das so klappt. Ich bin mal gespannt. So, so. Ob er das so macht, wie ich möchte. Keine Ahnung, wie viel er jetzt braucht für das Zeugs da, aber es wird wohl klappen, hoffentlich. Er muss erst auffüllen, der hat dann 0. Wo wir hier schon 1 haben. 0. 14 ist 7, das geht hier gar nicht aus. Na mal gucken, wie viel wir hier brauchen. So, er baut jetzt Druck auf.
Ich weiß gar nicht, wie viel der braucht da genau, um die Schleuse zu öffnen. Oh, überhaupt öffnet die Schleuse. Das hat echt irgendwie, ja, muss man nicht verstehen, oder? Auf alle Fälle haben wir schon 6 Plastik haben wir schon zusammenbekommen. Eigentlich soll das einfach reinhauen, man braucht er ja nicht die Schleuse ist schon offen, aber irgendwie will er die nicht aufmachen, weil die untere Schleuse irgendwie nicht funktioniert, oder was? Der Input ist offen. Was hat denn hier? Also hier ist noch Plastik drin, deswegen war leicht. Nö, halte sie zu. Weil es ist noch immer nicht drin. Ist die offen? Warum ist die offen und noch nicht zu? Mann, das soll ja mal einer verstehen hier. Die ganze Anlage da. So. Hast du jetzt was? Nee, auch nicht. Der ist offen. Und die untere ist offen. Machen tut dann nichts. Außer explodieren vielleicht irgendwann mal. Was brauchen wir denn hier? 0,5 Bar normal. Mehr brauchen wir ja nicht. Ich find's komisch, irgendwie, ehrlich gesagt. Das ist ganz eine komische Sache hier. Sollen wir einfach den mal kaputt machen hier? Und neu platzieren. Soll er halt rummeckern, so viel er will. So, Kammer. So. Warte mal, wenn wir den aber auch gleich nochmal neu platzieren, den unteren hier. Weil alles leer ist, so. Du kriegst jetzt Output. Ah, okay, das geht sich so nicht aus. So. Output kriegst du nach unten. Du kriegst den Input. Eigentlich kann ich den Input ja oben machen, gell? Genau, unten. Input, Output. So, du bist aber jetzt eins zu tief wieder. Ist immer so eine Sache. So, du musst hier hin, genau. Hier ist Eingang, Eingang, Ausgang. Hier die Mauer und hier wieder ein Dings rein. Und schon ist er fertig, passt. So. Oben Input ist offen, das heißt, hier kommt ein Hopper drauf. Kommen wir dann eigentlich noch zum Input-Slot dazu? Nee. Nur zum Hopper. Eins rein. Da ist auch die Frage, fällt das überhaupt rein? Ah, und der will gleich unten wieder raus. Nee, das geht nicht. Das heißt, hier Output ist nur das. So, nochmal. Du hin. Eine Kiste, die ich zufällig hier hab. Du kommst dann. Kiste hier hin. Hier hin. Dann bauen wir hier eine schöne Leitung. So. Wenn wir genügend haben, ja, haben wir. Tak, tak, tak. Und hier sagen wir so. Und Output. Ohne Signal. Jetzt muss er natürlich den hier rausholen. Genau, und jetzt sagen wir, die, oben den Filter. Nur das ziehst du raus. Nur Plastik. So, das haben wir mal. Ist der jetzt offen oder zu? Das heißt jetzt auch kein Schwein, ne? Da schmeißen wir hier eins rein. Mal gucken, was er jetzt macht. Ob er den jetzt reinwerft oder nicht. Der hängt jetzt hier drin, oder was?
Nee. Hat ein zweites Plastik gemacht oder was ist denn hier los hier? Haben wir wieder zu wenig Druck auf der Leitung? Nee, 0,9, das reicht. Für das hier. Okay, genau, er braucht 0,5 braucht er, um das Plastik zu machen. Aber irgendwie macht er das nicht. Wartet mal, so. So. Zwei Stück hier rein. Dann wird er das schon machen. Hier ist eins. Der öffnet nicht mehr anscheinend. Da hier ist auch eins. Geht rein, zack, macht zu. So, der ist jetzt leer. Ah, jetzt geht's. Der fällt da oben raus. Bin ich doof? Nee, unten. Ah, willst du mich verarschen, ey? Das gibt's doch gar nicht, ehrlich gesagt. Hab gesehen, der ist oben rausgeflogen. Ist irgendwie oben rausgefallen. Komische Sache. Das drum, das verstehe ich echt nicht. Alles ein bisschen kompliziert. So, machen wir 12. Die brauchen wir für. War das jetzt die richtigen? Genau, die und Compressed Iron ergibt MT BCB passt. So, wenn wir dann gucken, ob wir Compressed Iron noch haben. Das kann ich offline machen, darum ärgern mich mit dem ganzen Teil hier. Braucht ihr ja nicht dabei sein. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert, aber ich wusste selbst nicht. Eigentlich ging das im Test ziemlich einfach. Ja, das sind wir rumgesponnen. Warum weiß ich jetzt auch nicht. Aber egal. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß. Wir sehen uns, Leute. Macht's gut. Ciao.